Egal. Das erste Mal von Windelfrei erfahren habe ich, als ich eine Doku von Arte mir angeschaut habe. Und da waren dann so, wurde gezeigt, wie in irgendwo in Afrika die Frauen dann ihr Baby dazu bringen, Pipi auf dem Boden zu machen. Und dann wurden noch so zwei verrückte Deutsche gezeigt, die das auch versuchen. Und ich dachte so, was ist das denn Verrücktes? Aber es ist im Kopf geblieben. Und als ich dann selbst schwanger war, bin ich wieder drauf zurückgekommen und ja, war grandios. Und da habe ich erst gesehen, dass es auch hier windelfrei tatsächlich möglich ist. Wann hast du deine Tochter das erste Mal abgehalten und was war das für ein Gefühl? Das war genial. Also das war, glaube ich, am zweiten Tag nach der Geburt. Und ich habe es einfach beim Wickeln mal versucht. Ich hatte es mir schon vorgenommen und dachte erst, wie soll ich denn jetzt noch zwischendurch auf Signale achten oder so? Und dann habe ich es einfach versucht beim Wickeln. Die Windel war sowieso aus und habe ich sie abgehalten über ein Gefäß und hat sie wirklich Pipi gemacht. Und das war so schön. Das war so ein tolles Gefühl. Ich habe mich so mit ihr verbunden gefühlt in dem Moment und habe mich fast wie so eine Zauberin oder so gefühlt. Ja, total verrückt. Was für Backups habt ihr benutzt? Tatsächlich immer nur Stoffwindeln von Anfang an. Das war mir auch wichtig. Darüber bin ich auch wieder zurück auf das Thema Windelfrei gekommen, weil ich eigentlich nach einer umweltverträglichen Alternative zu Wegwerfwindeln recherchiert habe. Und dann bin ich auf die Stoffwindeln gekommen, von da auch auf Windelfrei, und habe aber immer mit Stoffwindeln auch kombiniert. Und in Zeiten, wo es echt gut ging, da haben wir dann auch komplett auf Backup verzichtet, beziehungsweise wenn es dann reinging, dann halt eben auf dem Boden oder ja, in die normale Hose. Das geht ja im Prinzip auch. Nach dem Motto lächeln, wischen, waschen. Ganz genau. Was war eure Lieblingsabhalteposition? Die Lieblingsabhalteposition habe ich immer so ein bisschen abhängig gemacht von meiner Tochter, die sich dann immer mal irgendwas je nach Altersstufe was anderes gewünscht hat. Aber was ich besonders interessant fand, war, dass sie irgendwann, als sie stehen konnte, im Stehen Pipi machen wollte, eine Zeit lang, immer unbedingt im Stehen. Und das können offenbar auch Mädchen gut. Und das war so eine Zeit lang ihre Lieblingsabhalteposition. Und was ich mega fand, war, dass ich sie irgendwann im Tragetuch abhalten konnte. Und Gott sei Dank habe ich das auch nochmal gefilmt. Das war eine gewisse Zeit, da habe ich einfach das Tragetuch geöffnet und sie ein Stück vorgehalten und sie hat Pipi aus dem Tragetuch herausgemacht. Und das ist natürlich mega praktisch. Was ist dein Lieblingswindelfreitipp? Mein Lieblingswindelfreitipp ist, immer undogmatisch bleiben, einfach versuchen, kann nicht viel bei schief gehen und sich einfach vernetzen, weil dann hat man auch mehr Entspannung da drin, man kann sich gegenseitig fragen und kann sich aushelfen mit den verschiedenen Erfahrungen und Tipps auch von anderen bekommen. Und dann bleibt man entspannt und wenn man selbst entspannt ist, dann ist das Baby auch entspannt. Und dann, genau, stressfrei, selbstbestimmt, liebevoll, das ist mein Motto.